Stolz ist die Freude oder Zufriedenheit, die man empfindet, wenn man selbst oder jemand anderes etwas sagt oder tut, was einem gefällt. Im Arabischen kommt das Wort Izza der Bedeutung von Stolz nahe. Ein Vater ist beispielsweise stolz, wenn er sieht, dass er einen anständigen Sohn erzogen hat. Ein anderer ist stolz, wenn er eine Klausur, für die er lange gelernt hat, mit einer guten Note besteht. Menschen sind also wegen unterschiedlichen Dingen stolz. Und manchmal ist dieses Gefühl so intensiv, dass wir es physischen Genüssen vorziehen. Wenn es also nötig ist, Nahrung und Schlaf zu reduzieren, um am Ende Stolz zu empfinden, sind wir oft dazu bereit, weil es sich unbeschreiblich gut anfühlt. Den physischen Genuss können wir nachholen, aber das Gefühl von Stolz ist etwas, das nur in dem Moment ermöglicht wird und lange in Erinnerung bleiben kann. Wie so oft gibt es aber auch hier für uns Muslime zu verstehen, dass Stolz gut als auch schlecht sein kann. Auf der einen Seite haben wir den Stolz in der Religion und darin, Teil der Umma zu sein. Das ist etwas Lobenswertes und sogar eine Pflicht. Denn jeder Muslim muss Gefallen daran empfinden, Teil der Umma zu sein, die Allah, der Erhabene, liebt und ehrt. Doch Allah gehört Al-Izza und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Die Heuchler aber wissen nicht. Auf der anderen Seite kann Stolz auch verwerflich und verboten sein. Ein Beispiel dafür ist der Nationalstolz, von dem leider viele Muslime betroffen sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Es gibt vier Angelegenheiten der Jahiliyyah in meiner Umma, die sie nicht aufgeben werden. Und dann erwähnte er als erstes, stolz auf seine Vorfahren zu sein. Diese Art von Stolz hängt nämlich mit etwas zusammen, was vom Islam überhaupt nicht gelobt worden ist. Denn die Vorfahren können Gläubige oder Ungläubige, Rechtschaffene oder Frevler, Rufer des Islams oder Rufer der Fitna gewesen sein. Derjenige mit Nationalstolz blendet das alles aus und freut sich einfach darüber, dass er ein Nachkomme dieser Familie oder dieser Ethnie ist. Es geht so weit, dass einige Gänsehaut bekommen, wenn sie hören, dass ein Star auch nur zu einem Fünftel aus der Region kommt, aus der sie selbst stammen. Wenn dieser Star dann noch ein oder zwei Worte in seiner Sprache in einem Video spricht oder in einem Konzert seine Nationalflagge hebt, dann steigen sie bereits innerlich in den siebten Himmel vor Freude und Stolz. Ihr Herz ist so gerührt, wie es eigentlich gerührt sein sollte, wenn der Koran verlesen oder vom Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wird. Sowas ist das Ergebnis davon, wenn jemand nicht darauf achtet, ob die Quelle seines Stolzes aus dem Islam heraus begründet ist. Die wahren Diener Allahs empfinden eine Abneigung gegenüber allem, was Allah erzürnt. Sie können keinen Stolz bei etwas empfinden, wovon sie wissen, dass Allah diese Sache verflucht und verdammt. Und deshalb hoffen wir, dass diejenigen, die stolz auf Sünden sind, dies aus Unwissenheit tun und nicht mit voller Absicht. Diese Wissenslücke muss jedenfalls so schnell wie möglich von ihnen geschlossen werden. Denn keiner sollte ein Leben in Unwissenheit verbringen und dabei Allahs Zorn auf sich lenken. Nur wer ständig sein Wissen im Islam mehrt und Allah dadurch besser kennenlernt, ist in der Lage, sich vor dem Stolz in den falschen Lebensbereichen zu bewahren. So verhält er sich demütig gegenüber Allah und vernünftig, weil er das Potenzial seines Verstandes völlig ausschöpft. Wer um sich herumschaut, sieht nämlich, wie sehr sich die Ungläubigen aufgrund ihrer Distanz zu Allah täglich selbst demütigen. Sie sind stolz auf ihre Vorfahren, ihre Hautfarbe, ihr Aussehen und auch auf ihre Sünden. Möchte ein aufrichtiger Muslim sich solche Menschen zu Vorbildern nehmen, nur weil er unter ihnen lebt? Oder sollte er nicht vielmehr das Licht des Koran nutzen, um die Gläubigen zu identifizieren, die er tatsächlich als Vorbilder nehmen muss?